Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Es geht weiter mit den Gewerteten. Und ich war gerade shoppen. Hab mir die Azuma geholt. Und ja, ich wollte das Schiff jetzt mal ausprobieren. Und warum nicht gleich in den Gewerteten testen? Hab ja lange überlegt, ob ich mir die Azuma holen soll oder nicht. Aber ich habe die ganze Zeit die Free XP herumzuliegen gehabt und ich dachte mir, boah, warum nicht? Warum nicht? Das letzte Free XP-Schiff für 1 Million, das man sich noch holen konnte. Die DDs für 2 Millionen werde ich mir sowieso nie holen. Also von daher dachte ich, warum nicht? Warum nicht? Ich spiele, wie man sieht, die Azuma auf Reichweite. Denn ja, Panzerung ist bei dem Schiff jetzt nicht ganz so toll. Deswegen mal gucken, ne? So schön auf Distanz halt abfackeln. Abfackeln, ordentlich HE-Alpha-Schaden machen. So zumindest der Plan. Und die Reichweite ist ja enorm von dem Kahn mit dem Modul. Sonst waren es, glaube ich, 19 Kilometer. Was an sich auch vollkommen ausreicht. Aber ich dachte mir, dadurch, dass er, wie gesagt, nicht so gut gepanzert ist, spielst du mal lieber auf Reichweite. Ändern kann man es ja immer noch. Aber ich glaube, auf Distanz fühlt sie sich wohler, die Azuma. Du hast halt auch nochmal die Möglichkeit, nicht allzu viel Damage zu kassieren, denn gerade hier in den Gewerteten nicht so viele Schiffe auf so eine Distanz schießen können. So, erstmal nehmen wir hier B ein. Und dann bleiben wir mal hier hinten auf Distanz. Mal gucken, was so kommt. Was das gegnerische Team so macht. Hier muss ich natürlich aufpassen, ein bisschen Vorfahren muss ich noch, dass ich hier nicht Breitseite zeige. So, vom Matchmaking her ein schönes Matchmaking, definitiv. So bunt gemischt und mit nicht so vielen DDs, das mag ich. Aber ein Riesenkahn, wa? Wahnsinn. Naja, gut. Wir bräuchten hier einen Spotter. Die Enterprise fliegt jetzt zum Glück runter, das ist schön. Denn ich darf nicht wirklich in die Position kommen, tanken zu müssen. Das ist halt irgendwie. Warte mal, ich werde aber nicht nochmal hier. Ich werde hier nicht stehen bleiben. Ich werde hier nochmal hinter die Insel fahren. Ein bisschen weiter auf Distanz bleiben. Und wenn was kommt, halt hoch wegdrehen können. Rückwärts fahren und sowas mit so ein Dingern. Nee. Und ich gehe halt wieder das Risiko ein, wie schon so oft, hier Breitseite zu zeigen. Das wollen wir verhindern. Deswegen machen wir jetzt mal so. Oh, guck mal, die Fletcher ist offen. Verdammt. Zu spät gesehen. Oh, mal kicken. Alabama. Alter Falter. Schöne Salve. Ja, mal gucken. Scheint ja wirklich so eine kleine Yoshino zu sein. Zumindest was der Alpha-Schaden betrifft. Leider keine Tops dabei. Aber dann wäre das Schiff vielleicht auch zu stark geworden, wer weiß. Wenn sich dabei schon was gedacht haben. So haben wir jetzt natürlich eine relativ krasse Nachladezeit mit dem Reichweitenmodul. Das ist halt nun mal so. Aber dann muss man das Schiff halt auch so fahren, halt, ne? Auf Reichweite. Und das halt auch ein bisschen ausnutzen. Und mal gucken. Wird nicht spannend. Ah, schade. Ist er wieder zugegangen. Nochmal auf, ne, oder? Mist. Da, Alabama geht nochmal auf. Alabama bleibt da stehen, ne? Die Frage ist halt, wo die Fletcher hinfährt. Die wird höchstwahrscheinlich erstmal unsere Hisen versuchen zu torpen. Das ist halt das deutlich angenehmere Ziel für ein DD. Aber ich bin auch die ganze Zeit offen, ne? Also die ist hier irgendwo. Hisen fließt die ganze Zeit HE. Das ist auch interessant. Ja, super. Ist ja die Frage, fährt da noch irgendwas vor? Hier kommt irgendwann die Musashi, ne? Muss ich halt so ein bisschen aufpassen, wie und wo ich hinfahre. Denn ich darf halt nicht zu weit wegfahren, dann bin ich halt ewig out of fight. Das ist nicht gut. Ah, die Salven gefallen mir schon echt gut. Drehen jetzt auch mal wieder rein. Ja, die Fletcher halt, ne? Das ist halt so ein Problem hier auf der Seite.
Jetzt spottet auch niemand mehr da hinten weiter. Wäre toll, wenn die Enterprise hier weiter spotten würde, zumindest die Fletcher halt. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Oder? Sumo, und machen die da fett hier rückwärts? Oh, ne? Hey, die kommt weiter angefahren. Sparen wir uns mal noch den Reichweitenflieger. Und fahren hier ganz langsam vor, Stück für Stück. Alabama geht wieder auf. Schießen wir heute auf die Alabama. Ah, wir fahren jetzt hier mal mit der Bismarck mit, dass sie nicht ganz alleine ist. Es hat natürlich so ein Problem halt mit der Fletcher, halt, ne? Die kann jetzt hier machen, was sie will. Huh. Oh, da ist er. Warum er jetzt offen ist? Treffixer? Nö. Doch. Eben mal getroffen haben wir Sam. Ja, ich habe halt leider keine Hydro bei. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir hier am besten? Erstmal schießen wir auf die Izumo. Die Fletcher pushen, dann habe ich halt die Alabama da noch an der Backe. Wenigstens nochmal die Izumo abgefackelt und hoffen, dass er nicht löschen kann. Aber die bleibt da im Nebel drin, ne? Nochmal die Cleveland treffen. Auf jeden Fall brennt die Izumo schön. Die Bismarck pusht jetzt die Fletcher. Ah, sehr, sehr geil. Oh. Komm ich da noch rüber? Allerdings mit dem hinteren Turm. Ich fackeln wir ja die Alabama nochmal ab. Schön. Kann sie löschen? Nicht so schön. Aber down ist er. Sehr gut. So, mal gucken, ob die Fletcher aufgeht. Ich hoffe, die Bismarck hat überhaupt eine Hydro ready. Warte mal noch mit der selber. Jetzt hat sie eine Hydro. Da. Bombs, schön. Super Job, Bismarck. So, jetzt haben wir da erstmal nichts mehr, was uns gefährlich werden könnte. Vor der Musashi müssen wir jetzt hier aufpassen. Warte mal, hier machen wir mal jetzt AP. Wenn die Izumo da so schön breit zeigt. Na, die Salven hier fallen mir echt gut bei der Izumo. Also egal, wie die Runde hier ausgeht. So, der Ersteindruck ist schon mal sehr, sehr positiv. Ich glaube nur, dass ich mich so ein bisschen verskillt habe. Ich hätte eigentlich mal noch die schweren HE-Granaten mitnehmen sollen, glaube ich. Ich bin jetzt doch erstmal auf den... Ich weiß gar nicht, wie der Punkt heißt. Na, dass halt meine Ladezeit runtergeht, wenn innerhalb meiner normalen Aufdeckungsreichweite Schiffe sind. Und dadurch, dass ich auf Distanz spielen will, ist das eigentlich eher nicht so gut. Da gäbe es bessere Skills. So, Musashi ist da halt so ein Problem. Ne? Wenn die mich pusht, habe ich ein Problem. Mit dem da hockt schon an. Na, warte mal, wir drehen hier mal wieder weg. Das war wieder so ein bisschen auf Distanz kommt zu Nodin, die Musashi. Das ist mir lieber. Ja, du kannst ruhig mitkommen. Ah, verdammt, genau, das wollte ich nicht vermeiden. Genau, das wollte ich ja vermeiden. Aber kicken, das müssten wir jetzt aber noch packen. Wenn wir so jetzt nochmal schön abfackeln können. Wahnsinn, was die drückt, ne?
So, jetzt können wir nochmal kurz rindrehen. Hoffen, dass wir sie nochmal abgefackelt kriegen. Ja. Wieder wegdrehen. Ich brauche halt Abfackelglück. So, diese warten wir jetzt auch nochmal ab. Autsch. Ne, warte mal, ich schieße mal nicht mehr. Ich bin, glaube ich, bei 10,9 oder so, ne? Mit dem Tarnwert. Wenn ich mich recht erinnere. Wir gehen lieber nochmal zu. 11,9. Na gut, haben wir auch gleich erreicht. Lieber erstmal auf Distanz kommen und unsichtbar werden. Abfackelglück habe ich gerade gar keinen. Ah, verdammt. Hätte ich mal eher machen sollen. Ah, siehst du ja, ne? Taken geht halt nicht. Aber Taken gegen den Musashi ist natürlich auch schwer. Ah, für die erste Runde, Ludwig, aber okay. 100.000 Schaden ist jetzt nicht wenig, aber waren schöne Salven dabei gewesen. Nur vorhin auf die Alabama. Und Alabama ist sehr gut gepanzert. Ja, ein bisschen Abfackelglück hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr bei der Musashi machen können. Aber hätte, aber wenn, ist halt nicht. Die Runde ist auf jeden Fall gewonnen. Das ist sehr schön. Aber eine Musashi ist halt eine Musashi, ne? Und, ja, die sieht aber in der Bronzetarnung aber auch cool aus, oder? Das ist aber die Goldtarnung, oder? Ist richtig? In der Bronze sieht das nicht aus, ich sehe das eher Gold. Ja. Schön, das sieht auch edel aus, oder? Edel, edel. Oh, weggetankt haben wir jetzt echt nicht viel. Ich hätte mal eher wegdrehen sollen wahrscheinlich. Und, ja, naja. Fehler, die man halt macht, ne? Oh, mal gucken, was jetzt die arme Hipper gegen die Musashi macht. Wams! Echt ein tolles Schiff, die Musashi. Echt ein tolles Schiff. Schade, dass sie die rausgenommen haben. Zumal die, glaube ich, noch relativ günstig war mit der Free XP, ne? Ich glaube, 1 Million hat die gar nicht gekostet. Ist auch, glaube ich, mit der Missouri die ersten Premium-Schlachter gewesen. Ja, die Tops bringen die jetzt aber auch nicht viel, oder? Das ist ja für eine Distanz, na, wobei vielleicht. Ah, die dreht jetzt drin, die Musashi, die werden nicht mehr ankommen. Aber das macht jetzt die Enterprise. Stück für Stück geht es jetzt runter. Mit der Torpedos wird es ein bisschen dauern bei der Musashi. Oh, vorne ist ein bisschen was außerhalb der des Torpedoschutzes drin hier. Das ist gut. Oh, guck mal, die werden doch noch angekommen. Oh, jetzt hat sie noch die andere Seite. Torpedos, die Hipper. Oh, wie das auch so glänzt, ne? Ist ja schon schön. Das ist schon ein schönes Schiff. So eine Yamato auf Stufe 9, ne? War schon echt schwer, die zu knacken. Mal los, Hipper. Beende den Job und dann gucken wir uns gleich mal die Endauswertung an und wie ich die Azuma jetzt geskillt habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal fahren. Um so halt auch ein bisschen testen zu können. Los, komm, Torpedos raus, Torpedos raus. Hopp, hopp. Ah, die hatte mit der Seite ihr Torp, ne? Die hat in die falsche Richtung reingedreht. Schade. Die ist ja so reingefahren, dann so wieder zurück. Hm, schade. Naja, so oder so. Jo. Da hat die Enterprise genau den Bug gehabt, den ich auch andauernd habe. Mit den Raketenfliegern. Wenn du über eine Insel fliegst, ein Zielvisier reingehst, geht das stiften. Der geht dann einfach nach vorne weg und bleibt dann da. Kommt nicht mehr ran, die Zone sozusagen. Das ist so ein Bug, den sie irgendwie immer noch nicht hier fixt haben. Oh, kann sie löschen? Ja. Ah, die hat eben den Wassereinbruch wahrscheinlich gelöscht, oder? Repariert. Den sie von den Torpedos gekriegt hat. Naja, dann. Boing. Gucken wir uns das mal an. Nochmal einen Stern verdient. So, Teamwertung. 1,6. Oh, oh. Missouri, nice job. Ey, nicht melden. Spielt gut. Sehr gut. Oh, die Hisen. Na gut, mit. Ja, sie ist halt zu weit vorgefahren, ne? Fletcher habe ich nicht gesehen, was da passiert ist. Vielleicht Pech ja durch den CV offen und was auch immer. Die dann ganz, ganz schnell. Oh, tolles Team. Tolles Team. Ist auch schön mal zu sehen, dass man mal ein Team landet, das auch gewinnen kann. So, dann gucken wir mal. Und zwar meinte ich das hier. Das ist halt eigentlich eher...
Ja, ich meine, eben gegen die Musashi habe ich halt eine bessere Ladezeit gehabt. Ne? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie weit die wirklich runtergegangen ist. Gucke ich mir dann gleich nochmal in der Aufnahme an. Aber ich glaube wirklich, lohnt tut sich der Skill nicht. Das ist eigentlich totaler Blödsinn. Leider kann man nicht mehr kostenlos umskillen, sonst hätte ich es schon gemacht. Ich hätte lieber das hier mitgenommen. Geht zwar die Tarnung wieder ein bisschen hoch, aber dafür halt noch mehr Alpha-Schaden halt, ne? Aber so ist, glaube ich, auch okay. Hier, das habe ich noch mitgenommen, was ich eigentlich sonst nie skille, aber auf Distanz halt, wenn halt doch längere Schiffe mit mehr Reichweite auf sich zielen, dass man halt sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Und so spiele ich es ja erstmal. Hab leider auch nicht genug Elite-Kapitäns-CP, sonst hätte ich es, glaube ich, auch schon gemacht. Denn das finde ich hier eher Kacki-Arsch. Aber so ist es momentan. Und ja. Aber wisst ihr was? Wir machen eine Doppelfolge. Wir sehen uns dann gleich wieder in Runde 2. Bis gleich. So, da sind wir auch in der zweiten Runde. Habe ich spontan dazu entschieden, so eine kleine Doppelfolge draus zu machen. Oder Doppelrunde besser gesagt. Denn ich wäre sie jetzt sowieso noch zwei, dreimal gefahren. Um sie ganz einfach nochmal weiter testen zu können. Und warum nicht noch Doppelrunde in der Folge, wa? Mal gucken. Na ja, haben hier wieder eine Musashi. Ist das die gleiche? Ich hab nicht auf den Namen geachtet. Weiß ich nicht. Glaube nicht. Aber kann durchaus möglich sein. Ja, 3 DDs diesmal. Deswegen vielleicht doch ein bisschen noch mehr auf Distanz bleiben. Keine Ahnung. Ist mir eben auch nicht so wirklich gut gelungen, ne? Wobei es eigentlich gar nicht so schlecht war, ne? Die Musashi kam halt da rum. Das hätte ich halt viel eher sehen müssen. Und ja, auf der Distanz ausweichen, der Musashi mit dem Kaliber, mit dem Schiff hier. Ne. Das war klar, dass das schief geht. Egal. Egal, egal. Jo, mal gucken, ne? Ich denke, A ist erstmal die bessere Wahl als B. Denn hier bleiben Ziele doch länger offen, wenn sie gespottet sind. Und mal gucken, ob es gut geht. Was haben wir hier eigentlich für einen Wert, wenn ich im Nebel schieße? 12 Kilometer, da bleibt sogar die Erkennungsreichweite so, wie sie dauerhaft ist. Okay, ah, dann bringt mir so ein Nebel halt auch nicht wirklich was. Ah, ja, ist halt ein Schlachtkreuzer, ne? Wie sie ihm was groß der kann. Und Kitakasa AFK oder wie? Jo, sieht so aus. Schön. So, was haben wir denn da? Eine Georgia. Georgia frisst auch gut HE. Nehmen wir mal, wir drehen mal raus, wenn diese. Oder? Wir sind jetzt auch nicht so genau. Ah, raustreten, okay. Nee, da kommt eine Bismarck, ich muss rindrehen. Verdammt. Rechnen wir damit mal, dass die Georgia jetzt abdreht und nicht weiter pusht. Dann ist der Rindrehen ja auch nicht verkehrt. So. Machen wir da einfach mal. So, Musashi und Bismarck fehlt noch. Die sind dann Richtung C gefahren, oder wie? Nee, da haben wir schon die Bismarck. Okay. Doppelt abgefackelt und 11.000, ey. Sind natürlich sofort gelöscht, ist klar. Muss halt auf die Musashi halt aufpassen, ne? Hat da auch so eine übelste Reichweite, das Ding. So, also muss die Georgia erstmal nochmal aufgehen. Ich wollte eigentlich sagen, nochmal schön brennen. Dazu muss halt nochmal aufheben. Da haben wir sie, die Musashi. Nee, 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 nee. Jetzt warten wir erstmal mit dem Schießen. Unsere Schlachtschiffe sind jetzt nicht im Tanking-Bereich. Bismarck hinter der Insel. Musashi dreht komplett weg. Jetzt muss ich hier echt aufpassen. Fahre ich auch erstmal rückwärts. Na halt. Schießen wir jetzt auf die Bismarck. Dort halten wir nicht nochmal auf. Auf die Cargo nochmal schießen. Die Salven sind echt geil. Das macht echt Spaß. Die Cargo jetzt halt wirklich stehen? Sieht so aus. Was macht die Bismarck denn da? Komm, fahr vor. Hopp, hopp. Nein. Nachgeladen und zu. Schade, schade. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich.
Boah, schön. Also frontal kriegt man noch ein bisschen was weggetankt, aber die sind halt auch nur 380 mm, ne? Wenn die Georgia jetzt hier weiter vorfährt, dann kriegt glaube ich ein Problem. Nochmal 7000. Ich habe ja gehofft, dass ja die Sondlin nochmal brennen mag. Eben mal schießen wir noch drauf und dann werden wir mal die Georgia bearbeiten. Die ist gefährlicher. Die Georgia fährt nicht vor. Okay. Komm, brenn nochmal. Jawohl. Nee, brennt nicht. Motorausfall. Oder Getriebe. Schießt du nochmal? Ja. Dann schießen wir doch die Bismarck. Mal schöne Reichweite. Warum nicht halt auch ausnutzen, ne? Komm, fahrt doch mal vor, Jungs. Der Kita Kase ist halt echt immer noch AFK, wa? Die melden wir auf jeden Fall mal. Das geht gar nicht. Boah, schön nochmal getroffen. Gut, dasselbe. So, jetzt haben wir ja eine geringere Nachladezeit. Mit diesem komischen Skill, den ich ja eigentlich für nicht so gut empfinde. Guck mal, was haben wir denn jetzt, ja? Nicht deutlich weniger, wa? Jetzt haben wir nochmal 19 Glück gehabt. Nee, ist kein toller Skill. Oh, die ist aber jetzt nah dran, die Cargo. Bismarck haut da ab. So, hoffentlich pusht jetzt unsere Bismarck die Cargo, so wie in der Runde zuvor. Nur dass es da eine Jutland war, ne? Das wäre jetzt echt wichtig. Oh, diesmal haben wir auch deutlich besser getankt. Aber es waren ja auch kleinere Kaliber, die auf mich geschossen haben. Dann geht das natürlich auch. Jetzt fahren wir mal wieder vor. Ah, ich glaube, wir warten mal mit dem Schießen, oder? Wobei, einfach Scheiß. Und Damage machen, Damage machen. Und genau in dem Moment geht die Cargo natürlich auf. Ah, tolles Timing, oder? Oh, Stollen auch auf Distanz? Ist vollkommen okay. Also, man kann auf jeden Fall auf Distanz schießen mit dem Ding. Jetzt sieht es halt nicht nochmal auf, ne? Mist, Mist, Mist. Hätte ich mal doch kurz gewartet. Ja, ne, die Georgia kann ich nicht pushen. Das geht schief. Also vielleicht mit AP, aber dann wird sie mir auch mindestens eine fette Zitadelle drücken. Da habe ich ja wenig Bock drauf. Das müssen jetzt hier die Schlachtschiffe machen. Die müssen jetzt vorfahren. Da ist er schon. Mal gucken, ob sie rinnen oder wegdreht. Wechsel mal auf AP. Ne, dreht drin. Schade. Dann vielleicht auf die Saint-Louis. Mal gucken, ob sie nochmal richtig schnell ist. Na, sie hat nicht so schlecht aus, oder? So, da hinten kommt jetzt schon das gegnerische Team angefahren. Was? 8000 nur mit einer Zita? Das ist jetzt aber nicht toll. Wir so nochmal treffen. Ärgerlich. Aber wieder falsch entschieden. Ich hätte mal wieder auf die Georgia schießen sollen. Die war so schön breit gerade. Jetzt zeigt der erstmal volle Lotte breit. Das müssen wir fair hindern. Wegen nicht durchgekommen. Okay. Ja. Dafür die Georgia bei mir umso besser. Na, verdammt, ich habe ja gehofft, dass mein Team das hier schafft, die zu killen. Aber das war nicht der Fall. Scheiße. Komm, 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 komm. Ach, Mist. Ganz schnell kaputt gegangen. Ganz schnell, aber für, was hätte ich besser machen sollen? Was hätte ich besser machen sollen? Weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ich habe ja gehofft, dass die Bismarck und unsere Musashi hier die Georgia schneller knallen kriegen. Und die Saint-Louis hat sich halt so angeboten, ne? Da Breitseite. Dass es nur 8000 war mit einer Zitadelle, war ein bisschen wenig.
Ich wahrscheinlich auch mit einer guten HE-Salve gemacht. Naja. Ein bisschen mehr getankt wie letzte Runde, so doppelte, ne? Aber halt eine Doppelzieher oder so hat ihr fressen in Georgia, ne? Das war aber auch klar. Falsch gepokert. Ich glaube, ich habe einfach nur falsch gepokert. Aber so ist es halt. Und die Runde werden wir definitiv nicht gewinnen. Das wird nichts. Da muss jetzt hier echt noch eine ganze Menge passieren. Echt ärgerlich. Oh, die Saint-Louis, die sollte jetzt noch Schrott sein. Sollte die Bismarck ja wohl hinkriegen. Nicht voll auf Sekundär skillt die Bismarck, ne? Sonst würde die Sekundäre schon schießen. Schießt auch mit HE, die Bismarck. Okay. Naja, die Bismarck ist voll Lotte Sekundär skillt. Alter Spieler, da an die Flug kommt. Roms, 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 roms. Und tschüss. So viel dazu. Ja. Eine Runde gewonnen, eine Runde verloren. Kitakasu muss wieder raus von diesem Nebel. Da ist jetzt nichts mehr gespottet. Tja, das war's. zweimal keine gute Runde gefahren. Das muss noch besser werden mit der Azuma. Und zweimal Fehler gemacht, zweimal hat es mich das Leben gekostet. Viel zu lernen ich nachher, mein junger Padawan. Oder ich, junger Padawan, besser gesagt. Naja, gut, so ist es halt, wa? Ja, in dem Sinne, wa? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf einmal dann auch wieder die Azuma. Ciao, ciao.